Hallo und herzlich willkommen zu einer zweiten Folge vom Autowerkstatt Simulator. Wir nehmen einen neuen Auftrag an, dieses Mal den normalen. Hallo, ich komme zufällig an deiner Werkstatt vorbei. Es ist gut, dass sich jemand um diese alte, heruntergekommene Tankstelle gekümmert hat. Das Auto, mit dem ich heute komme, habe ich erst vor kurzem gekauft. Es wurde täglich benutzt. Der Zustand ist ganz okay. Ölstand und Reifen müssten mal geprüft werden. Das sollte für dich kein Problem sein, oder? Wenn du das gut machst, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Wir sehen uns. Alright. Nehmen wir an. Ach, du dicke Männer. Okay. Auftrag. Eieieiei. Mindestqualität 46%. Bremsbelege. Dann müssen wir Sommerreifen aufziehen. Öl- und Luftfilter. Okay, das würde ich jetzt als erstes machen. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt auch schon hier diese Autos Probe fahren können. Probieren wir einfach mal. Dazu gehen wir auf die Map. Dann machen wir mal die Teststrecke. Und dann fahren wir einfach mal mit diesem Fahrzeug rum. Aha, der Motor springt nicht an. Wir müssen also direkt hier loslegen. Ich frage mich immer bei so, der Motor springt nicht an. Wie sind denn die dann hier hingekommen, ne? Gut, das, Kühler. Kann man hier schon was sehen? Hier unten ist der, das ist der Ölfilter, ne? Luftfiltergehäuse. Aber guck das mal an. Der hat doch gesagt, die Mindestqualität soll 46 sein. Wir müssen hier den halben Motor austauschen. Guck das mal an. Hä? Or is it just me? Das würde ja bedeuten, dass wir hier möglicherweise jetzt weitere Sachen dazu bekommen haben. Kraftstoffpumpe. Öl wechseln, ablassen, neues einfüllen. Sonstige Aufgaben. Bremsflüssigkeit wechseln. Wischflüssigkeit. Okay, das ist jetzt aufgeteilt. Alright, aber wir kommen. Er springt halt nicht an, ne? Okay, Motoröl auffüllen, ohne das alte abzulassen. Geht das? Weil er hat ja schon gesagt, ich kann es nicht in die Werkstatt verschieben, ne? Flüssigkeit für die Servolenkung. Wind, das ist auch komplett leer. Bremskraftverstärker ist auch Schrott hier. Ölfilter nur von Hebebühne, habe ich schon gedacht. So, dann haben wir hier Kraftstofffilter, okay. Wir gehen nochmal kurz, warte mal. Oh, ich hab mal wieder rauskommen. Ist immer ein bisschen blöd. So. Wir gehen nochmal kurz in den Diagnosemodus. Kühler ist in Ordnung, warte mal. Achso, das ist dann nur die Aufhängung, okay. Na gut. Komm, spring zurück. Gut. Ja, demnach, also, aber wir können ja nicht den, wir müssen doch das Öl erst ablassen, wenn wir neues rein, weil er hat ja jetzt Folgendes, er hat ja gesagt, ich meine, ich kenne mich mit dem Auto nicht aus, das ist ja wahrscheinlich das Witzige für dich gerade beim Zuschauen. So, wir wollen den anlassen. Du hast kein Motoröl aufgefüllt. Huch, Motoröl auffüllen können wir nur, wenn wir den in die Werkstatt schieben und das da erstmal ablassen. Oder bin ich blöd? Werkstandeingang. Parkhaus. Ah ne, das geht. Okay, wir können ihn also in die Hebebühne schieben. Okay, ja gut, da können wir auch Öl ablassen. Na gut, so hoch.
Nee, höher. Es gibt natürlich auch diese Fahrzeuge, die das abgepumpt brauchen, ne, mit so einem komischen Ding, aber ich... Oder ist das immer mit einer Schraube? Ich weiß das gar nicht. So, dann bitte mal unter das Auto. Dann bitte einmal benutzen. Oh, da war gar nicht mehr viel drin, ne? So. Eieiei, hier ist aber alles kaputt. Ich würde trotzdem das jetzt irgendwie so ein bisschen der Reihenfolge nachmachen. Das heißt, wir füllen das jetzt erstmal, füllen wir erstmal alles auf, was aufgefüllt werden muss. Aber ich denke mal, das macht man bei der Reparatur nicht, ne? Ich glaube, so Flüssigkeit nachfüllen macht man am Ende. Würde ich mal behaupten. So, Wischflüssigkeit, sehen wir schon. Ist nicht on par. Ich weiß aber jetzt nicht. Achso, das ist wieder mit diesem... Genau, der macht dann kurz, bevor es zu viel ist, macht er das Ding zurück. Dann passt das. Oh, ey. Die Steuerung ist nicht so schön. Flüssigkeit für Servolenkung. Ist auch zu wenig drin, ne? Aber ich nehme an, also liebe Autofans da draußen, ihr werdet mir das wahrscheinlich auch sagen, das macht man als letztes, oder? Obwohl, nee, eigentlich wenn das Auto nicht anspringt, kein Öl im Motor ist, also kein Dings, ist ja natürlich ein bisschen doof. Aber ansonsten würde ich vermuten, macht man das ganz zu Schluss, oder? Weil wenn wir jetzt den Motor auseinandernehmen müssen, müssen wir wahrscheinlich erst das Öl wieder ablassen. Oder? Wir gucken mal. Das sieht hervorragend aus. Gut. Dann müsste er jetzt bei den Service-Sachen das gemacht haben. Genau, Servo wechseln. Ach, die muss man wechseln. Okay, das wusste ich nicht. Okay, 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 machen wir. Kein Problem. Wo war es hier? Servo. So, und hier können wir jetzt dann Sonderwerkzeug. Guck mal hier. So. Delicious. Ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen Ölverschwendung. Hallo? Ein bisschen Ölverschwendung, aber gut. Ach so, ist das gemeint. Ah, okay. Gut, jetzt ist frisch. Und das andere war Servo und Bremsflüssigkeit. Ja, da war ja, habe ich doch eben auch dran rumgefummelt an der Bremsflüssigkeit. Wo war die denn nochmal? Huch. Die war hier hinten, ne? Servo-Deckel bremsen. Wenn das so wäre, könnten wir hier ablassen, ne? Ja. Und dann können wir hier. Warum springt der danach nicht auf die Montage? Und wie viel muss hier rein? Muss der voll? Nee, ne? Machen wir mal. So. Damit hätten wir schon mal die Sachen alle erledigt und jetzt geht's los. Der Luftfilter. Bremsen. Okay, Reifen Sommer. Das heißt, wir müssen theoretisch erstmal alle Reifen runterholen. Und ansonsten Kraftstoffpumpe, Luftfilter, Ölfilter. Und bei zwei Sachen die Bremsbeläge, das sehen wir, wenn wir die Reifen abbauen. Würde ich jetzt erstmal das Einfachere machen und dann machen wir das Schwierige hinterher mit Kraftstoffpumpe, Luftfilter und Ölfilter, wo ihr natürlich wisst, wo der ist. Jetzt habe ich es gerade nachgefüllt, aber wahrscheinlich, wenn ich die jetzt wechsle, beim Ölfilter zumindest, wenn ich den wechsle, muss wahrscheinlich wieder vorher das Öl weg, oder? Gut, erstmal die Reifen runter. Ich finde übrigens die Felgen
so wie die im Spiel umgesetzt sind, irgendwie nicht hübsch. Also da sieht man wirklich, das ist wirklich zu sehr, dass das eine Grafik ist, was ich meine. So, ist hier das kaputte Teil? Ich kann gar nicht so richtig sehen hier, ne? Gucken wir gleich. Erstmal die anderen ab. Ah, die Frage ist, was ist mit den Reifen? Sind die einfach nur, sind die Felgen im Eimer? Sind die Reifen durch? Und das sehen wir gleich im Inventar dann wahrscheinlich. Und ich hätte es mir sogar noch einfach machen können. Und hätte das einfach mal hochfahren können. Mich gar nicht bücken müssen. Aber ich bin ja so dumm, dass es knallt. Deswegen so simple Sachen kommen natürlich nicht. Ja, und das ist genau die richtige epische K-Mechanic hier auseinandernehmen Musik. So, perfekt. Gut, dann gucken wir mal, was ist denn hier die Phase? Die sind runtergefahren. Aber was ist darunter? Die Felge, oder? Ja, das finden wir natürlich ganz simpel raus. Ich weiß auch schon wie, zeige ich euch gleich. Glaube ich zumindest, dass ich das weiß. Genau, hier sind die Bremsbeläge kaputt. Auf der Seite und auf der Seite. Hier sieht alles in Ordnung aus. Dann bauen wir da immer weiter auseinander. Sag mal, habe ich irgendwie hier die falsche Musik ausgewählt? Mal eben kurz gucken hier. Die machen wir eben kurz aus und machen wir nochmal an. So. Kommen wir mal so. Hallo? An, habe ich gesagt. Achso, das kennt das jetzt. Ja, solange Playlist muss ich mal durchscannen. Ich habe ja da irgendwie so 9 oder 10 Stunden Musik rausgesucht. Aber das ist, wenn ihr viele meiner Videos schaut, irgendwann wiederholt sich es dann trotzdem. Ne? So ist das halt. So. Bremsbeläge müssen auf jeden Fall neu. Die Felge mit dem Ding müssen wir mal gucken, was da neu muss. Aber das sind die beiden Bremsbeläge, die neu müssen. Und das heißt, die packe ich schon mal auf die Einkaufsliste. Und dann verkaufen wir die schon mal. So, jetzt müssen wir rausfinden, was ist Felgen, was ist Reifen, was ist damit nicht in Ordnung. Dazu gehen wir hier zum Reifenmontierer und sagen, Reifen aufziehen, Reifen abziehen. Und ich weiß gar nicht, wie das denn in den Vorgängerteilen waren. Ob das auch schon alles so detailliert und mit Maschinen war. Weil es sind ja auch immer neue Sachen dazugekommen und ich habe das auch nicht, ich habe die ja nicht immer wirklich lange gespielt, ne? So. Und wir sehen, die Sommerreifen sind nicht mehr gut, aber die Felgen auch nicht mehr, weil unser Arbeitsauftrag lautet, wenn wir da nochmal drauf schauen könnten, gehen wir hier hin, so, 46%. Das heißt, wir müssen auch hier die Teile austauschen. Und zwar brauchen wir den. Den könnten wir lassen, tauschen wir Bauch aus. Und Bremskolben brauchen wir auch neu.
und einen neuen Bremssattel. Und 47 reicht. Alrighty then. Gehen wir mal auf Shoppingtour. Einkaufsliste. Bremsbeläge 2. Bremssattel. Typ A einen. Bremskolben einen. So, die Felgen gibt es hier nicht. Die gibt es wahrscheinlich dann hier im Tires and Tires. Nicht. Aber die Reifen gibt es da. Oh, ist es jetzt schon so eingestellt, wie es sein muss? Ach du dicke Männer. Das hatte ich doch immer. Oh nein, ich habe doch keine Ahnung. Also 215er auf 75 mit R15. R15 ist die Zollzahl, oder? Also 215, 75. So, oder? Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. R15. Also würde ich jetzt mal so sagen, dass das so gemeint ist, oder? Es geht zumindest, also kann es ja nicht ganz verkehrt sein. Und dann brauchen wir Felge. Einpresstiefe 0, 15 Zoll Schlappen. Oh. Felgen. Wo kriegen wir die Karosserieteile? Felgen. Im Felgenladen wahrscheinlich. Macht voll Sinn. 15. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ob das alles richtig war? Das seht ihr in der nächsten Folge, wenn das Licht angeht. Und ich danke euch sehr herzlich fürs Zuschauen. Freue mich auf eure Kommentare, die ich alle lese. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach oben, der hilft mir sehr. Und ansonsten schaut doch mal bei Garderobe Plus vorbei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.